sondern drei Tüten. Ja, was ich gekauft habe, will ich euch jetzt zeigen. Ich habe das Gefühl, ich habe hauptsächlich Schuhe und Accessoires geshoppt. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe auch ein paar Klamotten, aber naja, es ist doch schon Schuh-Accessoire-lastig, der Haul. Ich werde die Sachen jetzt auspacken, weil ich das überhaupt nicht mag, wenn man die Sachen da rausholt und die Tüten dann so knistern. Das ist ganz furchtbar dann im Film selber. Also ich packe die Sachen aus, lege sie mir zurecht und wir sehen uns gleich wieder. Und weil sich in diesem Haul fast alles nur um Schuhe und Accessoires dreht, kommt das erste Paar Schuhe. Das ist ein sehr frühlingshaftes Modell. Es sind diese Loafers. Ich nenne das College-Schuhe oder Prep-Schuhe. Die sind in einem Nude Rosé mit wunderschönen goldenen Details hier. Eine hochwertige Wildlederimitat, ein hochwertiges Wildlederimitat mit einem sehr kleinen, kaum vorhandenen Absatz, also quasi flach. Ich denke, für die Frühlingstage, auch in der Trendfarbe der Saison, Rosé gehalten, ist es wirklich perfekt. Oder sind die wirklich perfekt? Und dieses Prachtstück kostet. Ach, Moment. 11 Euro, sieht man das? Ich hoffe. Ja, und weil es so schön war, die noch einmal in Schwarz. Auch mit goldenen Details, auch so ein kleiner Absatz, quasi das gleiche in Schwarz. Auch dieses schöne Paar, 11 Euro. Das nächste werden Accessoires sein. Ihr erinnert euch an dieses Duttgummi, das ich euch im letzten Haul oder vorletzten Haul gezeigt habe. Das waren so pinke Rosen und habe erzählt, dass es da noch ein anderes gibt. Das habe ich heute, um euch zu zeigen. Das ist dieses Prachtstück hier. Das sind so korallenfarbene und gelbe, ja auch eine Art Rosen, glaube ich, letztendlich. Auch wundersüß, für den Sommer perfekt. Und auch das kostet, wie sie alle kosten, glaube ich, 2 Euro. Und das nächste ist ein Motiv, das auch jetzt stark vertreten ist bei Primark. Es gibt alles Mögliche in diesem Motiv. Und zwar ist das ein Gänseblümchen oder, keine Ahnung, Gänseblümchen, Strich, Schreckstrich, Kamilleblüten, Duttgummi. Es gibt T-Shirts mit Gänseblümchen, Ballerinas, ich weiß nicht, was noch alles, Tops, was weiß ich. Das hier auch und kostet auch 2 Euro. Die nächsten Accessoires werden Armbänder-Sets sein. Ich werde nicht beschreiben, was da alles dran ist. Das werdet ihr sehen. Das ist etwas dunkel gehalten, schwarz, blau und so einem Korallenrot mit goldenen Elementen. Hier so ein Pinselchen. Ja, sind 6 Stück dran. Man kann sie natürlich alle einzeln tragen, ne? Und die kosten 2,50 €. Das nächste ist etwas heller gehalten, auch etwas dezenter, in Rosé-Weiß mit so Perlen dran, verschiedener Art und aber auch goldenen Elementen. Auch das kostet 2,50 Euro. Auch die kann man natürlich getrennt voneinander tragen. Und ich wäre nicht ich, wenn ich kein Schnappes gemacht hätte. Und ich bin wirklich sehr froh, dass ich dieses Ding ergattern konnte. Ich brauchte nämlich einen Ersatz für meinen, weil ich lebe in diesen Dingern. Es gibt nichts Besseres, Mädels, für Abende zu Hause oder Chilltage oder wie gesagt, wenn man krank ist. Das ist dieser auch wieder Gänseblümchen, Onesie. In einem schönen Marineblau mit, ja, Gänseblümchen drauf, klar. Hier hat es auch so eine Gänseblume am Reißverschluss baumeln, ganz, ganz süß. Es hat keine Kapuze. Hier so kleine, schmale Bündchen am Ärmel. Keine Füße, sondern auch so Bündchen an den Beinen. Und dieses wunderschöne Stück wurde, glaube ich, von 14 auf 7 Euro reduziert. Ich war richtig glücklich, weil ich mir diesen Teil schon liebäugelt habe eine Weile. Jetzt habe ich's. Ja, dann habe ich hier auch noch Schrumpfhosen ergattert. Die wurden von 3,50 Euro auf 1 Euro reduziert. Das sieht man hier nicht genau, aber das müsst ihr mal einfach glauben. Die sind schwarz, haben so Kronenmuster. Ja. Und noch ein paar, die haben so eine Distress-Optik, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, die haben so Streifen eingearbeitet. Als wenn sie, keine Ahnung, jetzt so durchgezogen wären. Auch die einen Euro, das kann man aber, glaube ich, gut erkennen. Ja, jetzt kommen noch mehr Schuhe, haha.
weil der Frühling jetzt endlich gekommen ist und es zuweilen wirklich sehr warm ist draußen, da wären solche Schuhe ideal. Die sind an einem wunderschönen Korallenpink mit so ausgestanztem Muster, haben so kleine bunte Steinchen angeklebt, sind ganz, ganz süß, auch wieder ein ganz kleiner, kaum vorhandener Absatz. Auch diese Prachtstücke kosten 11 Euro. Ich hoffe, dass sie wirklich perfekt für Jahreszeit, ne? Und weil es so schön war, die noch einmal in Schwarz. Auch schön ausgestanzt mit diesem bunten Steinchen. Hier sieht man sie, glaube ich, etwas besser, ne? Wie sie glitzern. Auch die 11 Euro natürlich. Ja, das nächste Stück, was ich euch zeige, brauche ich eigentlich nicht. Ich habe es eigentlich mehr wegen der Form gekauft. Und zwar, das ist dieser Accessory Hanger. Ich habe das schon mal für die Ketten gekauft, ihr erinnert euch, in Schwarz. Ich bin wirklich sehr froh, dass ich das habe. Jetzt sind sie alle sortiert. Das habe ich eigentlich mehr wegen der Form gekauft. Ne? Ich liebe ja Herzchen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das irgendwo noch gibt. Da, das lag irgendwo dazwischen. Und ich habe die aber nicht gefunden, da wo die ganzen Accessory-Hänger überall hängen. Vielleicht hängt das irgendwo in der Männerabteilung, keine Ahnung. Weiß man ja nicht, ne? Jedenfalls habe ich mir gedacht, dass ich hier meine Schals durchziehen könnte, die dünnen Schals jetzt für den Frühling. Ich habe gefühlte 1 Million Schals und die machen mit meiner Garderobe da irgendwie voll. Deswegen habe ich gedacht, ich ziehe da einfach die durch, die ich gerade in der Arbeit habe und könnte so auf diese Art mehr Haken freimachen für die Jacken. Dieses wundersüße Prachtstück, 2 Euro. Ja, das nächste Ding ist ein Jutebeutel. Und es gibt ja jetzt wieder Obsttage bei Primark, vor allem Melonentage, wie ihr merken werdet, wenn ihr da hinfahrt. Das musste ich einfach nehmen, weil es einfach süß ist. Ich denke, mit so einer verheißungsvollen Botschaft kann man ruhig herumlaufen. Ja, eine ganz süße Melone. Dieser Beutel hat hier auch rosa Henkel. Kann man ruhig zum Einkaufen mitnehmen, für die Schule, keine Ahnung, eigentlich für alles, ja, wofür man so einen Jutebeutel halt braucht. Und der kostet, wie alle anderen, auch 2,50 Euro. Weiter geht's, auch wieder mit Schuhen, aber diesmal sind das Sandalen. Und zwar sehen die so aus. Das ist so ein Korallenorange, hier mit so, keine Ahnung, Beads, so Steinchen, ja. Die gibt es auch in anderen Farben, die gibt es nämlich in Weiß, mit so Türkis, Grünem, was auch immer hier rumgesticke. Und die gibt es auch noch in Braun, mit so, also Beige, mit so golden-braunen Beads. Diese sind Korall und kosten 10 Euro. Ich hoffe, ihr konntet das gut sehen. So, nochmal. Ja, weiter geht's mit der Kette. Das ist dieses wunderschöne Exemplar. Die ist recht groß, ist in Gold gehalten. Hier vorne hat sie riesige Straßsteine in so einem so einer türkisfarbenen Umrandung. Ich kann mir vorstellen, dass sie sehr gut im Dekolleté liegt. Mutet so ein bisschen ägyptisch an, denke ich. Und die kostet 8 Euro. Das nächste ist eine Tasche, ist eine wunderschöne Sommertasche, die ist in Weiß oder so ein, ja, ist so ein Off-White, würde ich sagen. Hier zwei Henkel in auch Kunstleder, hier so richtig dicke Ketten, geflochten. Drin ist sie mit dem Reißverschluss zu schließen, hat hier eine Reißverschlusstasche fürs Portemonnaie, hier dann noch für Handys oder so und ist hier so, hat so ein, ja, ein dreieckiges Steppmuster. Diese Tasche gibt es auch noch in Schwarz mit goldenen Elementen und die kostet 12 Euro. So, jetzt geht's zu Klamotten, endlich, ne? Und zwar das erste ist das schöne Stück hier. Das ist kein Kleid, das ist ein Jumpsuit, also eine Buchse quasi. Hat hier so ein Bindebändchen in der Taille, hat hier vorne, ja, hat einen Bubikragen, hat hier so eine Schleife und hinten, aufgepasst,
hat einen offenen Rücken. Ja, also schon Hingucker. Ne? Man muss dann irgendwie so ein Badeau wahrscheinlich drunter tragen oder ein Bikini. Ist auch in Off-White, hat so ein Schleifchenmuster, Viskose, glaube ich, wunderschöne Sommerqualität. Also nochmal so. Ich hoffe, das sieht man gut. Und das Ding kostet 15 Euro. So. Das nächste ist ein Kleidchen. Das sieht so aus. Es ist in einem wunderschönen Blumenprint. Hat hier so, weiß ich es nicht, Schmetterlingsärmel mit, wie nennt sich das hier? Ja, auf jeden Fall ist es durchgeschnitten. So. Hat hinten so ein Bindebändchen, also auch wieder so ein Guckloch. Hat einen Gummizug in der Taille. Fällt schön locker leicht. Es ist ein Chiffon, eine Chiffonart. Hat auch ein Unterkleid in so einem Weiß. Also da schimmert nichts durch. Wunderbar für den Sommer. Eigentlich jetzt schon. Wir haben 20 Grad heute gehabt. Ja. Und auch dieses schöne Stück kostet 15 Euro. Das nächste gibt es eigentlich nicht. Das muss heute Morgen gegeben haben. Als ich dann hinkam heute Nachmittag, hing nur noch das eine Stück da. In der richtigen Größe, Gott sei Dank. Das ist auch wieder ein Kleid. Das sieht so aus. Ist in so einem Creme-Weiß. Hier unten mit so einer Blumenborte. Es gab schon mal so eins vor ein paar Wochen mit so einem blauen Blumengewächs hier unten. Ist natürlich restlos ausverkauft. Das hat hier so einen tannfarbenen Gürtel in der Taille. Hat hier vorne so, ich weiß nicht, Falten. Eingenähte Falten. Sehr süß. Ohne Ärmel. Und auch das kostet 15 Euro. So, das nächste ist eine Bluse oder ein Shirt. Das sieht so aus. Es ist rosa, wie man sieht. Und wie ihr seht, könnt ihr durchsehen. Ja, aber es war rosa, ich muss es haben. Das gab es auch nicht mal in meiner Größe, deswegen habe ich es in 40 nähen müssen. Das hat hier vorne so ein Täschchen. Die Ärmel kann man umkrempeln, mit Knöpfchen festmachen. Und das gute Stück gibt es auch noch in Weiß, in Schwarz, in Khaki, in so einem Korallenrot, ich glaube in Blau, in vielen verschiedenen Farben. Allerdings in Rosa, wie gesagt, noch vereinzelte Stücke und das musste ich heute mitnehmen. Das kostet nur 6 Euro. Es gibt auch T-Shirts aus diesem Stoff. Das ist so ein, weiß ich jetzt nicht, so ein Strukturstoff. Ich hoffe, da sieht man irgendwie hier. Jedenfalls sehr schön locker luftig, ja, locker luftig. Und last but not least, und da habe ich lange drauf gewartet, das ist dieses wunderschöne Leoparden Maxi-Kleid, würde ich sagen. Das ist schon noch ziemlich lang, also wird bodenlang sein. Es hat keine Träger, es hat hier oben einen Gummizug und hier nochmal unter der Brust einen Gummizug. Also für den Strand perfekt oder im Sommer mal zum Ausgehen, flache Sandalen dazu. Es hat hier vorne etwas groberen Leopardenmuster, wie ihr sehen könnt. Hinten ist es dann so ganz fein. Und das Prachtstück ist aus der Badabteilung, kostet 10 Euro. So, ich glaube, das war's für heute, aber es ist auch genug. Ich habe jetzt auch Hunger, muss ich mir was zu essen machen. Ich werde das Video heute noch hochladen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal, es wird nicht lange dauern. Ich gehe Anfang nächste Woche auch wieder shoppen. Bis dahin, stay cute, bye!